Hallo zusammen! Wundert euch nicht, was der Kleinling da treibt. Ich habe eben was Blödes gesagt und sie versucht gerade aus dem Spiel auszubrechen. Ich habe mir die Nase gebrochen. Aber meine Krone ist noch heil. Mir fällt gerade erst auf, wie geil diese Nase aussieht, wenn sie mit 50 km/h auf den Boden geknallt wird. Ja, auf zu maulen. So, wie versprochen gibt es heute das Clu-Clu-Level und... Nein, nicht Clu-Clu. Ja, gibt's kein Clu-Clu! Nein, gibt kein Clu-Clu! Wisst ihr, wie es ist, wenn man diesen gottverdammten Song 40 Minuten am Stück hört? Hör auf mit dem Clu-Clu! Das ist unerlaubte Folter! Ich will nicht! Ich will nicht! Töte mich, bitte! Ja. Töte mich! Sehr gern. Oh Gott, los! Ich lebe noch, nochmal! Mach mich platt, spring auf mich, irgendwas! Nein! Nein! Ha! Das war die Rache für... was auch. Wer ist auf diesen verdammten Song gekommen? Ja, Mann, der perfekte One! Am ersten Mal. Warte ab! Wir haben 40 Minuten! Und das können wir nicht! Wir sind nicht am ersten Holzbrett vorbeigekommen. 40 Minuten! Und jetzt bei der Aufnahme, wo wir es nochmal versuchen wollten, beim ersten Mal. Das ist peinlich. Das ist sehr, sehr peinlich. Das war episch. Das war peinlich. Jetzt stellt euch diesen Clu-Clu-Song 40 Minuten vor. Clu-Clu-Clu-Clu-Clu. Hör auf! Er träumt nachts von. Ich weine nachts davon. Platsch. Clu-Clu. Clu-Clu. 5 Glückslose, sehr schön. Das ist mal so, das wäre der perfekte Wecker. Nein! Clu-Clu. Ich würde anfangen zu weinen, ich würde einschlafen und nicht mehr aufwachen. Oh, heute ist so ein schöner Tag. Ich tu dir gleich hier. Wow! Ja, den Kleinling Magier haben wir freigeschaltet. Harry Kleinling. Kleinling Copperfield. Kleini Geller. Kleinli Potter. Uri Kleinling. Wolde Klein. Kleinling McDonald. Nee, was? Kleindolf. Harry Kleinling und der Kleinling von Azkaban. Kleinling Potter und der Kleinling Kelch. Der Stein des Kleinlings, die Kammer des Kleinlings. der gefangene Kleinling. Der Kleinling aus Azkaban. Die Heiligtümer des Kleinlings, der Orden des Kleinlings, Back to the Kleinlings, die Legende des Kleinlings. Ich glaube, wir haben jetzt alle Kleinlinge durch.
So, auf geht's zum Kleinling Maximus. Kleinling Maximus. Ja. Ernsthaft? Ernsthaft. Kleinling Maximus. Boah. Das schickt mich jetzt. Was führst du im Schilde, liebes Schild? Oh, Knappen. Ein laufender Baum. Sind wir bei Walt Disney, oder? Da ist ein laufender Baum im Hintergrund. Wollte ich schon immer mal in einem Walt Disney-Film sein. Die Musik gefällt mir nicht. Ich ahne Furchtbares. Oh Gott, da ist die Schweinegalaxie im Hintergrund. Wah! Wenn man in Griechenland ist, braucht man nur einen Sachsen. Ein Sachsenfrosch. Mensch und Mensch. Wow! Geht heiß her. Der gegrillte Kleinling. Und hier haben wir eine Statue von Klobox dem Großen. Mit seinen 1,21 war er größer als der Standard von 1,20. Er eroberte die Städte Kloboxandria, Kloboxandria und Kloboxandria. Alexander der Große hat wirklich viele Städte, die Städte erobert, die Alexandria hießen. Da haben Augen. Aus dem Augen, aus dem Kleinling. Oh nein, oh nein. Warum ist da keine Kleinling-Statue? Finde ich diskriminierend. Kleinling ist in ein Kulturgut. Nein. Ja, aber wohin oder was? Verdammt. Die Musik ist nicht unbedingt griechisch, aber sie ist cool. Bestimmt japanisch. Raymond Japan. Ja, das ist stimmt, das ist gar nicht Griechenland, das ist Japan. Das ist doch Hawaii. Hör auf, so schnell nach vorne zu gehen, da unten ist was. Ein Minispiel. Ich hasse euch, Ubisoft. Ich hasse euch so sehr! Geht's hier lang? Hä? Nochmal. Wow! Was? 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 Oh, das ist böse. Was ist passiert? Das ist ja mal geil. Ich muss der Kleine kotzen. Der sieht koreanisch aus. Wir sind also in einem griechischen Japan mit Koreanern. What the fuck? Warum wollt ihr mich verarschen? Der Fail des Tages geht an uns. Das sieht gut aus mit Hafengalaxie. Schlagen! Schlag mich! Ich will gar nicht wissen, an wie viel Kleinlingen wir schon vorbei sind. Auch die wichtigsten haben wir. Alle Kleinlinge sind wichtig. Denn sie sind alle kleine Teile des großen Lebens. Okay, Gustav, Hans und Dietmar. Frag ich doch. Nein! Das sind doch keine. Bada bada bam bam bam. Komm schon! Hast du gerade einen Kleinling? Kleinling, Mensch.
Pudding-Bohnen, die... Darfst du oben lang? Ah, ich glaube, du bist richtig, ja. Geh rein. Mein Spiel! Happy! Ach, fliegende Schwerter, verdammt. Warum? 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 Ey, das ist so random, dass es wieder realistisch ist. Nein! Ah. Das ist eine böse Stelle. Nein! 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 Und nein! Kein Klu-Klu! Es wird dich immer verfolgen. Auch in deinen anderen Let's Plays. Nein! Doch. Also glaubst du, dass Raymond auf einmal in Final Fantasy auftaucht? Ja. Ah. Genau das glaube ich. Kein Wort. Komm schon. Ich rette dich, Tante Hans. Also eine Arschbombe auf einen Holzpfahl von oben ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Tante Hans, hm? Ja. Scheiße. Tante Scheiße, okay. Tante Scheiße. Nein. Sie hat immer meine Lieblingscodewörter. Den Nougat von ihr mag ich am liebsten. Oh, wir reden hier in letzter Zeit zu oft über Menschen-Nougat. Heider, daran bist du schuld! Wieso musstest du dieses Wort sagen? Mein Kleinling ist blau. Er kann nicht mehr gerade schweben. Definitiv zu wenig Alkohol. Zu viel Milch. Die Musik wird episch. Und großartig! Die Meisterhand! Meisterhand, warum tust du das? Fist of Jesus. Ah! Oh Gott, das Spiel! Lauf! Lampe, lauf! Verdammt, einer fehlt uns! Ah! Ey, wir haben halt einen guten Wand. Das ist ein Mini-Kleinling! In jeder Kleinling-Familie gibt's einen Kleinling, der klein ist. Wirklich? Ja! Bist du sicher? Ja! Guck doch! Muss ein neuer Patch sein! Kleinlingsan, konnichiwa kawaii. Ich hab ja gar keine Arme und Beine, seit wann das denn? Seit... Was soll dieser Blick? Okay! Okay! Also ich würde sagen, für die Kreaturen der Finsternis haben wir Zeit. Die dürfen bei uns rein und raus, die sind überall vertraut. Bringen uns Zeitung. Ja, ich bin auch jede Woche bei Hades und spiele mit ihm eine Runde Karten. Uno. Also so einen harten Uno-Zocker wie Hades habt ihr noch nie gesehen. Hardcore. Mauerlauf! Ich kann nicht die Mauer hochlaufen. Wie macht er das? Juhu! Hä, wie macht er das? Einfach rennen. Ei. Hui! Linker Stick in Richtung Mauer und rennen! Oh! Was ist das denn Tolles? Das sind meine Haare vom Friseur. Was? Das sind die Resthaare vom Friseur von mir. Ich hätte immer an deiner Stelle gefüttert. Ich hab ein neues Shampoo bekommen. So geht's mir jeden Morgen.
So geht's mir jeden verdammten Morgen. Jetzt weiß ich auch, wo deine Haare hingekommen sind. Hä? Jetzt weiß ich auch, wo deine Haare hingekommen sind. Deine restlichen. Ich habe noch eine volle Haarpracht. Wenn du jetzt was Falsches sagst. Ein Dreieck. Ein Dreieck. Mit vier Ecken. Weißt du, was das heißt? Scheiße, Matheunterricht. Na, la, 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 la. La, 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 la. Mach eine Arschbombe! La, la. Wie böse. Jetzt weiß ich, wo meine ganzen originaler Haare. Matheunterricht. Original. Gott, was ist das? Also meine Haare sind im Haar, das ist gut zu wissen. Scharfe Kleinling, Senorita! Pita! Das sind nicht meine! Meine sind es auch nicht. Renn die Wand hoch! Die gehen nicht auf dich los, die sind mit mir beschäftigt. Rette dich! Nein, Matheunterricht! Nein! Oh, Gott sei Dank. Wegen der Schwerter. So stelle ich mir den Hades vor. Stelle ich mir Matheunterricht vor. Auf Hardcore-Level. Matheunterricht im Hardcore-Level. Berechnen Sie die Dreiecke, während fliegende Schwerter auf Sie zufliegen und sich die Wände langsam herabsenken. Matheunterricht wäre viel spannender gewesen. Sollte man mal jedem Schulministerium vorschlagen. Wir werden begeistert. Holt fliegende Schwerter in eure Schule. Es wird, glaube ich, rein technisch schon etwas schwierig. Schlagen noch, bitte. Was ich auch noch geil fände, gibt es doch immer bei Indiana Jones und so, wo die Pfeile dann aus den Wänden kommen. Nur in einem Teil, glaube ich. Das ist aber auch heilig. Ja, und wenn man das jetzt so machen würde, mit Zirkel, mit einer Zirkel rausgeschossen kommen. Jürgen, 1 plus 1, 3. Der scharf genug sind. Oh. Ah, verdammt, das sind ja die Haare. Komm schon, runter. Die Haare in den Tod. Haben meinen Arsch gefressen. Halt, ich will sehen, wie die Haare sterben. Verdammt, sie leben. Licht! Ist das? Und ich, Depp, geh noch zum Friseur. Brennt Haare! Burn, yeah. Das ist jetzt nicht unbedingt. Nein, 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 ich sag nichts dazu, nein. Wir sind ein Spiel mit einer Altersfreigabe von 6 Jahren. Ich mache jetzt keine Dildo-Witze. Das Spiel, das wird so hardcore für 6-Jährige. Es hat auch eine Freigabe von 6 Jahren. Das ist trotzdem so hardcore. Der Aggressionsfaktor. Die auch noch eine Rolle. Stimmt, Dark Souls ist viel besser geeignet für 6-Jährige, genau. Ah. Wie dumm. Akupunktur gegen Weihnachtsstress. Wie dumm. Wie dumm, 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 dumm. Sieht aus wie ein blauer Igel. Okay, das wird interessant. Bei Sonic gibt es Stacheln, die aus den Wänden fahren? Nee, aber also ich keine Ahnung. Ach, Lava. Jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Matheunterricht! Lauf! Fahre! Nein, wieso mache ich das? Schnell, schlagen, schlagen. Ah! Quitters! Teufelsbuletten! Kettensägen! Moment, 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 Moment! Ah! Zurück! Ey, doch nicht zurück!
Ich kann nicht aufhören. Hilfe! Und wieder haben wir sie alle. Also, heute ist... Oder? Nee, okay, 4, 8, heute ist wirklich Tag der perfekten Wands. Also, gut, perfekte Wands war es nicht, aber wir haben alles frei. So. 20 Minuten, damit sind wir auch am Ende der Folge. Wir rubbeln noch das Glückslos zum Abschied. Danke fürs Zuschauen. Wenn noch einmal jemand Glückslos sagt, lernt er meinen Zorn kennen. Meinen gerechten Zorn Gottes. Wage es. Und ich erschlage dich hier und jetzt mit dieser Faust. Was für Faust? Gespreizte Hand. Meine Faust ist so hart, dass sie aussieht wie eine gespreizte Hand. Gespreizte Hand ist eine Faust, der Tisch ist ein Stuhl, die Wand ist Luft. Das war's. Raymond wird ab heute alleine moderiert. Ich schlage sie jetzt grün und blau. Hör mit dem Klu-Klu auf. Blau bin ich und ich bin Kleinling. Grün krieg ich auch mal. Für schlechte Wortwitze gibt es extra Schläge. Wieso zwingst du mich dazu? Weil es Spaß macht. Ich merke es. Weil es mir wert ist. War schön, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.